Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA. FIFA zu The Walking Dead hier am Bahngleis. Und wir versuchen jetzt mal nochmal mit Lilly zu reden, die ja noch im Wohnmobil ist. Das will ich jetzt noch machen. Hey, Lilly. Lilly. I'm sitting here tied up like an animal while you guys decide what to do with me. It's not like that. Then what's it like? Wir lassen sie nicht zurück. Lilly. Wir lassen sie nicht zurück, glaube ich. Das wäre nicht gut. Moralisch allein schon. Wir haben jeden schon einen umgebracht. I cracked a window. I sure as hell don't want her out here with us. How's that? I don't know. Tired. Which could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Hot. Have you heard anything out of Lilly in there? Not a peep. I don't like that. She's probably in shock. She did a monstrous thing. Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Poor Carly. God, where did yesterday go? I don't know. Are you okay? I know you were fond of her. I'm fine. Don't worry about me. I do. Don't. I liked her, but she's gone now. I'm sorry, Lee. Anyway, let me know if anything changes here. So, und jetzt reden wir nochmal mit Clemmy. Mit Clementine. Hey, Clem. What are you going to do with Lilly? Wahrscheinlich nichts. There's nothing to do that would even begin to fit the crime. We could lock her away forever. I don't know about that one, hon. She killed her. Yeah, it's horrible. So, und jetzt gehen wir mal zu Ben und reden mit ihm. What would you have done with Lilly? I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. Yeah, you've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. Was it you? Not this again. Was it? No! Okay, then. You, happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods. Just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. Ist es bestimmt auch. Jetzt gehen wir mal hier die Leiter hoch und schauen uns auf dem Zug ein bisschen um. Maschinenraum. Schauen wir da mal rein. Maschinenraum. Ist da irgendwas drin, was wir brauchen? Ein Schalter. Nothing. War da hinten jemand drin im Führerhaus? Noch ein Maschinenraum. So. Universalschlüssel könnten wir gebrauchen und hier den Bolzenentferner. Ja, ich mache es mal zu.
Dann wissen wir, dass hier auch ein bisschen Werkzeug ist. Da ist nichts. Mach zu, die Klappe. Im zweiten, im mittleren sind Werkzeuge. Das ist gut zu wissen. Und auch ein Maschinenraum. Auch hier ist nichts drin. Gehen wir mal weiter ins Führerhaus. Shit. We got one. Walker, sitting in the chair. We got him. Suppose we ought to look him over. Yeah. Hau noch mal drauf. I don't think this guy came back. Christ. That light is blinking. Push it. Push it? Not. Are you fucking serious? Here, look. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. Ask Mr. Amtrak over here. No clue. Well, let's look around. Maybe it goes somewhere we'd like to be. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Man, this could be exactly what we need. Hey, Kent. What's up? Hope it's all right I chose to keep Lily with us. Abandoning someone on the side of the road, it's the same as murder. Turning over a new leaf, huh? I'm just doing what I can. It's fine for now, but we have to deal with it eventually. God, we need some help getting this train going. Ja. People take notes, das heißt, wir lassen right? Den, working on stuff like this? Den Wohnwagen we're smart guys, we can figure it out. God, we need some help getting Achso, das habe ich ja schon gefragt. People take notes, right, when working on stuff like this? Ja, eben was unten, jetzt was links. Ein bisschen verwirrend. You want to talk about Duck? I'm really sorry, Kenny. Nobody deserves this. There's nothing to talk about. You heard Cat. He could be fine. We probably shouldn't ignore him. Nobody's ignoring nothing. I'm not worried. You shouldn't be either. So. I'll get back to it. Me too. Ist hier noch irgendwas, was wir... brauchen können. I have no idea what to do with these. Nö. Dann gehen wir mal raus. Der Lokführer ist draußen, ne? So, hier waren die Werkzeuge drin. Da ist eine Kiste. Outlets, das waren noch die auch bei der Molkerei, oder? Die Kisten. Whoa. Somebody's been living in here. Yeah, man. Shit, think they're gone? I hope so. But this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. So, eine Wasserflasche. Ist da noch was drin? I'll take this to Kanja for Duck. Ich bringe das auch gleich vorbei. Achso, die sind auf der anderen Seite. Ja, gut.
Jetzt bin ich schon wieder hier draußen. Dann gehen wir halt wieder durch die Tür. Ich wollte eigentlich mal nur zu... zu Katja. Here, found some water. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? It's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. But you're probably right. So. Wie viele Waggons sind denn hier dran? Kann man es irgendwie feststellen? Eins, zwei, nur die drei, ne? Ja gut, hier komme ich rein. Durch die Tür. Eine Karte. Von... A map of where the train goes. I think these tracks might lead to the Georgia. Coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. Ja gut, darüber können wir mal mit Kenny reden. Nein, wir können hier raus. Ja, jetzt können wir hier, definitely pry this thing free, if I can break it loose first. Mit dem... Ah, erstmal den Stift rausziehen. There's gotta be a better way to do this. Ja gut, machen wir dann später. Wir schauen jetzt erstmal zu Kenny vor und bringen ihm mal die Karte. Ich hoffe, der Zug hat noch genug Treibstoff, weil wir sind ja hier auch nur mit Treibstoff unterwegs. Nicht mit Strom oder irgendwas. Geschweige denn, der Strom würde hier auch nicht funktionieren. So. So, hier ist die. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. This horse will take us right to Savannah. 100 tons of steel. Put 1,000 walkers between us and the ocean and we don't have to give a shit. I can't believe it. Wir müssen finden, wie man ihn startet. We have to figure out how to get it started. I'm sure we can figure it out. How tough could it be? No idea, but we'll find out. That's the spirit. Und nochmal mit ihm reden. What? We still got the rest of the train attached to us back there. Shit. I tried to yank the pin out, but it won't budge. Well, we ain't going anywhere until it does. Wir hatten das ein Bolzenziehgerät, ne? Wahrscheinlich brauchen wir das. Das war hier drin. Das hier, Bolzenentferner. Ich kann leider nicht alle Werkzeuge auf einmal mitnehmen, das ist ein bisschen doof. So. So, und dann gehe ich nochmal hier raus. It's stuck. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Ja, aber ich dachte damit. There's gotta be a better way to do this. Kupplungsstange. Shit. Broken. Noch was anderes dran. Kupplungsstift. Und die Kupplungsstange. Schau mal, es hört mal so an. Ja. Ich sehe hier leider nichts. There's gotta be a better way to do this.
Doch nicht mit dem Schraubenschlüssel, oder? It's stuck. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Wie lösen wir das am besten? Wir haben noch den Schraubenschlüssel hinten drin, klar. Ich probiere es jetzt nochmal damit. Vielleicht kommen wir damit weiter. Ne, Moment, mit dem Universalschlüssel haben wir es noch nicht probiert. Genau. So. Du kannst die eine Tür auflassen. Das ist mir vollkommen egal. So. Und dann gehen wir eben halt nochmal gucken. Ob wir es lösen können. Dann haben wir das ja mit allen Werkzeugen ausprobiert. Und ja. Wenn es da nicht geht, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Hohe Gewalt. There's gotta be a better way to do this. Ich meine, hier draußen ist doch nichts, oder? Zumindest finde ich hier nichts. Dann geh mal nochmal rein. Und schau nochmal im Wohnwagen um. Vielleicht ist da ja irgendwas. Was wir, gebrauchen können. Deswegen gehe ich mal zu Ben. Wo sitzen die denn? Ah, hier. I got no idea how to get the engine started. That guy in the cab probably knew. Yeah, well, he isn't talking. Well, he had to learn it somewhere. Nochmal zu Lilly rein. Der wird hier nichts drin haben, ne? Kann man mit Lilly reden? Ist gerade nicht auswählbar. Da ist auch nichts. Aber wie können wir das hinten lösen? Nur mal mit Clem reden. Hey, Sweet Pea. You okay out here? I don't think Duck feels good. Me neither. Dann rede ich nochmal mit Kenny. Weil wir haben jetzt kein Werkzeug, um das lösen zu können. Rohe Gewalt, spricht er. Hey Kent. What's up? God, we need some help getting this train going. People take notes, right, when working on stuff like this? We're smart guys, we can figure it out. All right then. Yep. A bunch of maps about Georgia's cities. Nothing about the train. Das muss der Lokführer gewesen sein. Und ein Notizblock. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. I can kind of see the indentations from the writing. Ich kann gar nichts lesen.
Finde einen Weg, den Notizblock zu lesen. I have no idea what to do with these. Guck nochmal drauf. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. I can kinda see the indentations from the writing. Finde einen Weg, den Notizblock zu lesen. Ja, das werden wir wahrscheinlich nicht hier drin schaffen. Es hat durchgedrückt. Was macht man denn da, damit man es lesen kann? Was macht man da? Guck jetzt nochmal hier in den Waggon rein. Vielleicht ist da ja irgendwas drin, was wir ja gebrauchen können. Das weiß ich natürlich nicht. Ich komme hier leider nicht weiter hinter. Das ist ein bisschen doof. Geh nochmal hier raus aus dem Waggon. Weil wir sollen ja einen Weg finden, um den Notizblock zu finden, und wenn das hier drin nicht funktioniert. Blech. That's one hell of a mess. There's a notepad on the train. Do you have any pencils or anything in your pack? No, I wish. Maybe in the RV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Well, if you're not using it, I'd take it. I'm out of paper, and there's all sorts of new leaves around here. Dass sie natürlich wieder malen kann. Aber hier sollen ja eventuell, können ja eventuell Bleistifte drin sein. Ich schaue ich mich mal um hier. Da ist ein Bleistift. Da. I'm leaving. Don't move. Don't you fucking move. I'm not going to hurt you. Come with me. We could take the RV right now. He left the keys in it. Das machen wir. No way. Didn't think you would say yes. I can't let you take the RV. Don't be crazy. You're not letting me take it. Sorry, Lee. I really am. Holy shit! She's stealing the RV! Lily! Come back here, you crazy bitch! Fuck! Stop! Was macht sie? Sie fährt ja jetzt wieder komplett in die falsche Richtung. Let's focus on the train. Lass uns nicht zu Lilly sagen. Am Ende well, kommt sie wieder zurück. Well, we're fucked if we don't figure out how this thing works. Can't spend the night out here. Duck is still sick, you know. We need to get to the city, the coast. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt geht's wieder. Ich konnte mich gerade gar nicht bewegen. Aber jetzt haben wir einen Bleistift. Lilly ist abgehauen. Finde ich irgendwie nicht gut. Und ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter, wenn es heißt The Walking Dead. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.